So, hallo, ich bin Tom Smir und heute spielen wir Freitag der 13. das Spiel, ja. Und zwar, das Ganze hat ein, ja, sagen wir mal, ein Independent-Studio oder Typ halt gemacht. Wenn ihr das Spiel haben wollt, das gibt es zum freien Download auf der offiziellen Seite von dem Entwicklerstudio hier. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung, deswegen könnt ihr euch das downloaden und ich spiele das jetzt auch zum ersten Mal. Also ich fand es eigentlich ganz lustig. Ich habe mal ganz kurz reingespielt vorhin und ich fand es eigentlich voll lustig. Deswegen, jetzt kommt hier der Let's Play dazu. Ich denke mal, es ist voll cool, obwohl es halt independent ist, ne? Deswegen können wir nicht allzu viele coole Sachen erwarten. Aber ganz ehrlich, hier, das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, als was nehmen wir denn? Wir sind... was nehmen wir denn? Wir nehmen den. Sieht irgendwie lustig aus. Na gut, das ist ja Jason, bloß ein anderer Dings. Gut, jetzt geht's natürlich los. Wir starten. Und... You stand recently drunk. So. Ah. Das ist lustig. Ja, also. Das ist nur die Frage, warum geht meine Maus jetzt gerade nicht? Also man kann Sachen mit Dings aufheben. Ist ja lustig. Stopp. Ja, hier geht doch die Maus. Und es hat sogar einen Multiplayer-Modus. Aber wie der funktioniert, ich weiß es nicht. Kann man das nicht hier irgendwie... Ja, machen wir mal Default. Warum geht das jetzt mit der Maus nicht? Dann, das ist ein bisschen Café. Warum geht die Maus nicht? Aber das ist voll lustig. Also die Grafik geht eigentlich, also für eine so eine halbwegs independent Produktion ist es ja eigentlich ganz in Ordnung. Ich muss gerade mal gucken, wie ich das jetzt hier hinkriege, dass ich das Ganze mit der Maus bewegen kann. Ich glaube, ich starte nochmal neu. So, jetzt geht's noch weiter hier. Aber irgendwie stelle ich gerade mal die Aufnahme zurückhöre, dann bewegt er die Maus nicht mehr. So. Oh, anscheinend habe ich gerade die Auflösung geändert. Ist ja auch mal cool. So. Wir dürfen jetzt hier jemanden umbringen. Das funktioniert auch gerade nicht. So. Gut, dann jetzt hat es funktioniert. Weil er bleibt stehen. Das will ich kaputt machen. Ist voll, dass wir die Leute umherrennen. Komm mal hin. Ob ja, so. Nicht voll cool gemacht. Also es ist schon übelst brutal. Und übelst. Also für so. Also die Charaktere spritzen voller Blut und man kann Leute kaputt machen. Wie wir hier sehen. War es nicht aus. Also sieht eigentlich voll cool aus. Gut, es hat sich seine Schwächen, ist ja auch logisch irgendwie, ne? Bei einer Independent Production. So, das Lustige ist ja, das ist dumm. Sehr schön. Können rennen, das ist auch nice. Ah, hier können wir. Das ist geil, hier bleib stehen. Sieht aber auch nicht die Schlauesten. Ja gut, Blondinen, das ist ganz klar. Blondinen sind ja immer die Schlauesten. Aha. So. Ah, scheiße, jetzt stecke ich fest. Auch ein bisschen fehl gerade. Ach so, wir können zum Ducken. Ne, kann man nicht. Ach, doch jetzt. So, geht doch. Ich glaube, jetzt kann man auch ein Level weiter. Exit, ja, wir dürfen uns exit. Ah, das war schon das erste Level. Eigentlich ist es ja voll lustig, ne? Also wenn euch das auch gefällt, dann ladet euch doch einfach runter. Der ist ja kostenlos. You have an engine start, but it's already too late. You have the jeans, by the way, and drunk and found something. Not found the ones and going to get in the crash. Aha. Groovy. Ich meine, so ein Spiel, wie auch sonst, ich meine, ne? Boah, das ist auto gecrashed. Das ist cool. Das ist nochmal Schädel. Yay, jetzt habe ich meine Jason mal Schädel. Was geht ab, Ladies?
aber auch eine coole Idee eigentlich für Freitag der 13. das Spiel, ne? So hier voll das Style. Vielleicht kann man nicht reinschleichen. Das muss schon noch richtig treffen. Kann ich in Rage Mode gehen? Ich glaube, ich kann auch in Rage Mode gehen. In Rage Mode kann man nämlich Körperteile kaputt basteln. Wir machen das mal. Wenn ich denn mal hier wieder vorbeikomme. Alle verstehen. Boah, habt das gesehen, habt ihr das gesehen. Oh, Violence. Eigentlich echt voll lustig, das Spiel. Jetzt macht gerade Frames wieder nicht mehr. Gut, dann müssen wir durch. Das war's schon. Oder? War's schon? Ja. Komm, gucken wir mal einen Steg. Naja, geht eigentlich. Also die Grafik geht eigentlich. Also für eine Independent Production kann man echt nicht mehr erwarten. So, jetzt haben wir sogar schon hier für Build to Carry 2 of a smaller weapons. Aha, okay, also wir können sie mit V wechseln und so warten. Ich bin in Lava, to the board, slowly surround, cross your hand, and you have her, and I on the board, you must have, be ready again. Alles klar, okay, gut. Die Bullerei, die Bullerei, die Bullerei, die Bullerei, ich bin der Jason, ich hab hier. Oh, Splatter-Effekte. Yay! So groovy. Macht mal voll Flamme. Ich kann auch Waffen wechseln, oder? Boah, ich kann Dualwaffen nehmen. Ey, was will man mehr, oder? Das ist cool. Das gefällt mir. okay. Cool. Also ich finde das Spiel voll lustig. Also ganz ehrlich, es ist cool, es hat coole Ideen. Wenn das Ganze jetzt noch eine coole Grafik hat, durch die geile Stick Engine, vielleicht Unreal 3 Engine, dann könnte das theoretischerweise ein Hit werden. Also ich finde es cool. Ich würde es kaufen. Ganz ehrlich, ich finde Jason cool. Guter Jason. Nichts an da. Boah, das ist ein Spiegel. Ich hab doch Dual-Buttons. Alter, bleibst du stehen? Ich bomb dich weg, ich bomb dich weg. Ich hab Rage. Alter, bleibst du stehen? Ah, ich bomb dich an. Es bringt doch nichts weg zu rennen. Es bringt doch. Ja, wir schieben jetzt mal das Auto. Boah, ist bestimmt in der Jason-Angst. Oh, Splatter! Cool! Mir gefällt's. Ich find's cool spielen. Und es ist eines der ersten Spiele, wo der Spiegel genau 1:1 vom Spiel übertragen wird. Ist auch ganz selten. Mafia 2 wird zum Beispiel auch nicht 1:1 übertragen, sondern in einer schlechteren Qualität. Gut, dass wir mal geklärt haben. Also die Steuerung ist eigentlich auch ziemlich einfach. Ja, die Bewegungen sehen jetzt halt nicht so toll aus, das ist klar. Aber ist ja logisch, ohne Physik endlich möglich. Es geht sich aber. Ist schon cool. Also mir gefällt es wirklich. Hey, hier, komm. Wo ist unser Schrein des Opfers? Wie als Jason? Ach, schön, den Braunhaar. Boah, da nicht gemacht, ne? Und wenigstens gibt es guten Splatter-Effekt. So, jetzt gehen wir nochmal. Just nicht fresh, weiter als Jason verkleidet. Na, wir sind ja Jason. Ja, na, Wunder. Und das Tolle ist, von dem Macher, der das jetzt hier gemacht hat, kommt dann auch noch ein Halloween-Spiel raus. Ist bestimmt auch voll cool. Also ich lasse mir runter.